Danke für die einführenden Worte, Ahita. Eine zentrale Frage in unserer Zusammenarbeit, die ja relativ speziell ist zwischen Architekten und Ingenieuren, kreist natürlich um die gegenseitige Beeinflussung oder vielleicht besser gesagt Inspiration von entwerferischen Strategien auf der einen Seite und konstruktiven Ansätzen, was Markus uns ja sehr schön schon im Holzbau gezeigt hat. Ich möchte dies heute am Beispiel des News and Sports Gebäudes des SF in einigen Aspekten nachvollziehen, anders materialisiert. Um die Fragestellung zu verdeutlichen, um die es uns bei dem Entwurf ging, zeige ich Ihnen zunächst mal zwei Referenzen. Aus verschiedenen Gründen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, lag es bei dem Projekt nahe, zumindest Teile des Gebäudes mit einem Element- oder Fertigteilsystem zu denken. Fertigteilsysteme beruhen auf der Logik der Wiederholung und, der Name sagt es bereits, Systematisierung der Elemente und Knoten. Vor allem in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts sind verschiedene Fertigteilsysteme mit wissenschaftlicher Akribie entwickelt worden, um für möglichst viele Anwendungsfälle eine universelle Lösung anbieten zu können. Neben den Fragen von Wandanschlüssen und Achsteilungen waren es hier vor allem die Fragen der End- und Eckausbildung, die eine Herausforderung darstellten. Hier im Bild sehen Sie ein eher ansprechendes Bild von Beispiel von Angelo Mangiarotti, das die italienische Eleganz der Elemente mit dem Sonderfall eines auskragenden Daches am Ende des Einfeldsystems erweitert. Der Wunsch nach Systematisierung geht meist einher mit einer Reduktion auf möglichst wenige Elementtypen, die ihrerseits dann möglichst viele Aufgaben zu erfüllen haben. Diese Tendenz führt dann meistens zu einer überproportionalen Fokussierung auf das Detail und zu einer abnehmenden architektonischen Differenzierung, was den Bau in seiner Gliederung als Gesamtes angeht. Aus diesem Grund stand von Anfang an die zum System komplementäre Frage des geometrischen Aufbaus jenseits der einfachen Repetition im Raum. Deutlich wird dieses Konzept beispielsweise in den Analysen von Colin Rowe in seinem Essay zur Mathematik der idealen Villa, in der er den geometrischen Grundaufbauten von Gubüschen Villen der 20er Jahre mit dem Aufbau palladianischer Villen vergleicht. Er deckt darin eine frappante Übereinstimmung der Gliederungsprinzipien auf, die nach denen der vermutlich freie Plan Libre in ein festes geometrisches Regelwerk von übergeordneter Gültigkeit eingebunden ist. Natürlich nicht mehr so strikt wie bei Palladio, sondern offener, ephemerer und vielschichtiger, aber trotzdem mit innerem Zusammenhalt. Für das Areal des Schweizer Fernsehens in Zürich haben wir zunächst einen städtebaulichen Masterplan ausgearbeitet, der aufgrund verschiedener Vorgaben auf einer hohen Ausnutzung des Areals mit einer zurückhaltenden Besetzung des Bodens beruht, um den notwendigen Platz für grüne Logistikflächen zu erhalten. Als Konsequenz aus dieser Idee ergeben sich weit auskragende Gebäudevolumen über schmalen Sockelbauten. Die typologisch flexibel gehaltenen Container werden dabei auf eine Basis aufgesetzt, die in einzelnen Entwicklungsetappen zu Streifen zusammenbindet. Der Masterplan sichert so eine langfristig flexible modulare Ausbaustrategie für den Mediencampus SAF. Insofern wichtig, als dass heutzutage in der Medienwelt die ganze Entwicklungsperspektive völlig offen ist und eine der Kernaufgaben war, und Sie sehen das nach dem Gebäude eigentlich auch noch recht gut, dort eine möglichst flexible, immer modular wieder anpassbare Struktur zu schaffen. Da die maximale Gebäudehöhe über die Bauvorschriften limitiert war, die Vorgabe war, möglichst große Raumhöhen für die Produktion zur Verfügung stellen zu können, war der Druck sehr hoch, die Konstruktion möglichst effizient zu gestalten. Für den ersten Baustein wählten wir also statt Abfangdecken oder anderen Konstruktionen, die im Schnitt viel Höhe in Anspruch nehmen, eine Kombination von Schrägstützen und Abhängungen zur Bewältigung der dreiseitigen Auskragung. Da die Anforderung zugleich war, möglichst weit überspannte Bereiche im Inneren zu erzeugen, resultierte daraus ein baumartiges Traggerüst mit einer Konzentration der Lastabtragung auf wenige Stützen. Um dieses Gerüst wiederum effizient bauen zu können, lag die Verwendung von Betonfertigteilen für die horizontalen Primärträger und Rippenelemente
recht nahe. Nur mit leichten vorfabrizierten Elementen können die Auskragungen mit einem vertretbaren Aufwand gebaut werden. Soweit die Konditionierung der Konstruktion aus den äußeren Gegebenheiten. Von innen her waren die programmatischen Vorgaben ebenso vielschichtig und haben zu einem hybriden Gebäudetyp geführt. Das erste Obergeschoss beherbergt die gesamte Sendetechnik. Das ist das, das hier in der Mitte. Für die ungehinderte Sicht auf die großen Monitorwände und eine langfristige Flexibilität des hochtechnisierten Bereichs war es möglichst stützenfrei zu halten. Die darüberliegenden Obergeschosse für die News- und Sportredaktionen sollten durch ein Atrium zu einem kommunikativen Luftraum zusammengefasst werden. Die Erweiterung des klassischen Newsrooms in die dritte Dimension, um den schnellen internen Informationsaustausch im digitalen Zeitalter zu ermöglichen. Im Erdgeschoss wiederum erforderte die ausgedehnte Studiolandschaft für die verschiedenen Nachrichtenproduktionen einen möglichst zusammenhängenden und weit gespannten Raum. Um diese verschiedenen Ansprüche nun in einem Gebäude stapeln zu können, ist die bereits erwähnte Idee des baumartigen Gerüstes erweitert worden. Zwei Tragscheiben auf dem Dach des Gebäudes beherbergen die Technikzentralen und bilden zugleich große Überzüge, die das Zentrum überspannen. An ihnen werden die Geschossdecken über dem ersten Obergeschoss aufgehängt. Im Sockel dagegen steht die weit gespannte Decke über den Studios, unabhängig wie ein Tisch unter dem Gerüst, sodass sich zwischen den Systemen die gewünschte Stützenfreiheit im ersten Obergeschoss ergibt. Materialisiert wird das gesamte Tragwerk als Hybrid. Das tragende Gerüst besteht aus einer Kombination von Stahlbau und Ortbeton. Stahl wird in den Bereichen der hohen Kräfte eingesetzt als Zugelement und dort, wo Kriechverformungen des Betons übergroße Deformationen nach sich ziehen würden. Beton kommt zur Verstärkung sowie brandsicheren Ummantelung des Stahls zum Einsatz. In das tragende Gerüst werden dann die Elemente aus Fertigteilen eingehängt. Der stehende Tisch des Sockels ist konstruktionstypologisch dagegen auf ganz andere Art entwickelt. Die großen Spannweiten für die Studios werden hier mit biaxial vorgespannten Kassettendecken in Ortbeton erstellt. Gebaut wurde das ganze System nach Errichtung der Kerne und vertikalen Traglieder von oben nach unten. Erst wurden die vorfabrizierten Längsträger abgehängt und dann die Deckenplatten mit bis zu 12 Meter Spannweite dazwischen eingelegt. Die monolithische Verbindung zur horizontalen Aussteifung wurde anschließend mit einer dünnen Schicht Ortbeton hergestellt. Der Rohbau vollzieht sich somit im Spannungsfeld zwischen anspruchsvoller lokaler Produktion und eines auf Montageabläufe abgestimmten Systembaus. So wurden die Kassettendecken mit dem integrierten Netz aus schlanken Vorspannkabeln nach wochenlanger Schal- und Verlegearbeit aufgrund von statischen Anforderungen an einem einzigen langen Tag und in einer einzigen Etappe betoniert, während die Systemelemente nach wochenlanger Produktion im Werk wiederum in etwa weniger Stunden versetzt waren. Von der Textur her sind Ortbetonelemente über die raue Brettschalung und die glatte, gerundete Metallschalung deutlich differenziert, gehen aber an konstruktiven Knoten einfach ineinander über. Die Fertigteile werden gleichsam in den Rohbau eingegossen. In diesem Sinne findet der Systembau partiellen Eingang ins Projekt, dort, wo seine Stärken zum Tragen kommen. Die Struktur entsteht hier aber nicht im Sinne eines Systems, das aus seinen Bedingungen heraus vom Grundmodul zu einer übergreifenden Rasterform expandiert, sondern umgekehrt. Eine sowohl statisch als auch konstruktiv höchst singuläre Lösung als Antwort auf ein sehr spezielles Setting von Voraussetzungen. Das übergeordnete baumartige Tragwerk leitet sich demnach aus der städtebaulichen Disposition und den inneren Ansprüchen ab. Die Systembaudecken werden als Ebenen eingehängt, die Kassettendecken des Sockels dazwischen eingestellt.
Über das Tragraster sind die beiden Bauweisen materiell und von der Ordnung her aber wieder verknüpft. Gleichwohl oder gerade deshalb haben wir versucht, mit einer differenzierten Achsbildung der Anlage eine architektonische Gliederung mit Zentrum und Eckausbildungen zu geben. Dabei werden sowohl axialsymmetrische wie auch punktsymmetrische Systeme als Basis genommen und gewissermaßen deformiert oder nur partiell erfüllt, sodass sie zwar erkennbar, aber nicht absolut sind. Zugleich findet ein Verzug der Tragachsen vom Sockel in den darüber befindlichen Aufbau statt, mit dem auch die Unterscheidung dieser beiden Gebäudeteile strukturell nachgezeichnet wird. Diese Differenzierung von Sockel und Aufbau zeigt sich dann auch in der typologischen Ausbildung der Grundrisse. Während im Sockel eine zentrierte und axiale Ordnung zu einer Konzentration um die wichtigen zentralen Raumbereiche führt, dreht der Grundriss im Aufbau und wird über die diagonale Stellung der beiden runden Treppenhäuser deutlich dynamisiert. Über das dazwischenliegende Atrium ergibt sich eine eher punktsymmetrische Anordnung, die räumliche Bezüge über die ganze Tiefe der Arbeitslandschaft aufbaut. Die rippen- und kassettenförmige Ausbildung der Decken erlaubt zugleich eine wesentliche Optimierung der Aufbauhöhe, da durch ein Raster von Aussparungen die Haustechnik in die Tragstruktur gleichsam eingewoben werden konnte. Rohbau und technischer Ausbau prägen und differenzieren damit auf primärer Ebene den Raum. Alles steht zueinander in Beziehung, zeigt seinen Zweck, legt seine Herkunft und Machart offen, nichts kann weggelassen werden. Zur Dämpfung von Akustik und Trittschall ergänzen wir noch einige textile Elemente, diese physische Präsenz der Raumhülle und erweitern deren haptischen Qualitäten. Zusammen mit dem Künstler Tobias Handmann haben wir Motive aus der Struktur der Stoffe dann abgeleitet, die ihrerseits wiederum Bezüge zur strukturellen Rhythmik des Gebäudes herstellen. Einer der wesentlichen Paradigmen des konstruktiv anspruchsvollen Bauens ist der Zusammenhang zwischen Form und ihrer Herstellungsweise. Erst bei einer kohärenten, nachvollziehbaren Beziehung gilt das Ergebnis als zufriedenstellend, obwohl sie häufig nur indirekt erkennbar ist. Vor allem im Betonbau spielt dieser Aspekt der Dialektik zwischen Form und Schalung eine wichtige Rolle. Die kühnen und gestaltprägenden Brücken von Robert Maillard wären ohne die Gerüste des kongenialen Schalungsbauers Richard Koray nicht denkbar gewesen. Während hier die Traggestalt der späteren Brücke im Vordergrund bleibt, stellt sich die Frage, ob dieses Prinzip nicht umgedreht werden kann und die Art und Weise der Herstellung nicht zu einem eigenständigen Gestaltungsprinzip entwickelt werden kann. Um so eine kraftvolle Formung des Raumes wie bei der Garage von Luigi Moretti nicht auch über eine Ableitung aus der Baumethodik direkt zu schaffen. Die Tiefgarage, die sich direkt neben dem gezeigten Newson Sports Gebäude befindet, stellt gewissermaßen dessen Umkehrung dar. Statt sich baumartig in die Höhe zu strecken, entwickelt sie sich über mehrere Geschosse in die Tiefe. Eine schraubenartige Rampe erschließt die einzelnen Ebenen von oben her. Aufgrund der Nähe der umgebenden Bebauung und der geologischen Verhältnisse, es herrscht ein tonig-siltiger Untergrund mit einem Grundwasserspiegel knapp unter der Erdoberfläche, mussten die Seitenwände der Garage vorgängig als Schlitzwände auf den tragfähigen und dichten Fels in etwa 30 Meter Tiefe abgesenkt werden. Die eigentlichen Geschossdecken wurden dann in Deckelbauweise von oben nach unten errichtet. Jede einzelne Decke wird also nicht, wie im Hochbau üblich, auf eine Schalung, sondern direkt auf das Terrain gegossen. Der Aushub wird dann unter der Decke herausgebaggert, wieder eine Decke eingebaut und so fort. Dieses Verfahren haben wir zunächst genutzt, um für die obere Etage eine gewölbte Deckenform herzustellen. Unter Vermeidung des aufwendigen konventionellen Schalungsbaus für gekrümmte Flächen baut man die Decke gleichsam auf einer riesigen Sandgussform. Das vorhandene Terrain wurde dazu vorgängig mit Kalk stabilisiert und mit Tiefbaugerät zur gewünschten Form modelliert. Zur Anwendung kommen dabei moderne Verfahren des Straßenbaus, bei denen die Niveaus nicht mehr eingemessen und abgesteckt werden, sondern die Höhenprofile als 3D-Modell im Bagger hinterlegt sind und halbautomatisch über GPS umgesetzt werden.
Die nach dem Gießen von unten her freigelegte Decke gibt über die Rauheit des abgeformten Terrains Zeugnis von diesem Herstellungsprozess. In die Decke werden die Löcher für die Belüftung, Belichtung und die Zugfahrten eingeschnitten und mit diesen Einbauten die Schnittkanten der rauen Form gesäumt und eingefasst. Wenn die Gewölbedecke in Kombination mit der darüberliegenden Bepflanzung des Mediengartens Sinn macht, müssen die darunterliegenden Geschossplatten natürlich horizontal ausgeführt werden. Da das Terrain in den tiefen Lagen sehr weich, wasserdurchsetzt und damit schlammig war, konnte der Untergrund nicht direkt als Schalung verwendet werden. Um eine minimale Festigkeit der Oberfläche für die Armierungs- und Einbringarbeiten zu erhalten, haben wir ein System aus überlagernd gelegten, sehr dünnen Faserholzplatten entwickelt. Diese Platten sind weich und passen sich den Toleranzen des unterirdischen Aushubs an. Sie werden mit einer relativ großen Überlappung ausgelegt, sodass sie nicht gedichtet werden müssen und Toleranzen aufnehmen können. In der Untersicht ergibt sich daraus ein spezielles Muster, das in Verbindung mit der sanften Bewegtheit der gesamten Oberfläche wie ein erhärtetes Tuch wirkt. Die umfassenden Wände zeigen nach der Freilegung der Baggerschlitze die Spuren, die die Greifzähne im weichen Untergrund hinterlassen haben. Insgesamt geht es uns hierbei also darum, aus einem besonderen Bauprozess formale Mittel zu generieren, die dem Werk einen spezifischen Ausdruck geben. Statt also eine gewisse Erscheinung vorzugeben und die dafür passende Umsetzung zu finden, bildet hier der Entwurf gleichsam eine Ableitung aus den vorgegebenen Verfahren des Tiefbaus. Die entwerferischen Absichten zielten dabei darauf, den Bauablauf sichtbar zu machen und in das statische Bauwerk gestaltprägend zu übersetzen. Bei der Ausbildung der Konstruktion kommt es uns also nicht auf verallgemeinerbare Optimierungen an, sondern auf lokal legitimierte Interventionen. Statt einem Entwurf von Tragwerken geht es um das Entwerfen mit Tragwerken. In dieser Auseinandersetzung geht es uns vor allem darum, das konstruktive und gestalterische Potenzial einer Aufgabe gleichzeitig und in einem Verfahren paralleler und überschneidender Kreativität auszuloten, um beide in ein sich resonanzartig verstärkendes Verhältnis zu bringen. Danke.